Hallo, freut mich, dass du mich bei meinen Abenteuern hier in SnowRunner begleitest. Ja, und hier ganz frisch, herzlich willkommen in Skandinavien Season 11. Ah, ich habe mal den Lodestar aus der Garage geholt. Ich habe mal Schneeketten draufgepackt. Ich weiß nicht, ob ich die brauchen werde. Aber ich würde sagen, machen wir mal eine kleine Erkundungstour. Ja, bisschen verschneit sieht es hier aus. Da ist auch ein Anhängershop. Soll ich gleich einen Radaranhänger mitnehmen? Das wäre eine Option. So, okay. Viel sehen wir natürlich noch nicht. Und ich würde sagen, diesen schmalen Pfad hier geht es zum Wachturm hoch. Aber ich denke, das kleine Ding können wir auch ohne den Radaranhänger machen. Dann starten wir da mal hin. Starten wir da mal hin. Starten wir mal durch. Hier in Skandinavien auf der Map Bergkam. Und schauen, was es hier für uns zu entdecken gibt und was für Frachten wir alles haben. Ja, ein Filmset soll ja aufgebaut werden und ein Skilift, also wieder viel zu tun für uns. So, wir mogeln uns mal hier den Hang hoch. Ich hoffe, das ist auch richtig zu dem Wachturm, aber ich nehme es einfach mal an. Ja, ich glaube, die Schneeketten hätten wir hier nicht wirklich gebraucht. Die sind eigentlich nur für Eis gedacht. Aber jetzt decken wir erstmal ein Stück Karte auf und schauen, wie die Umgebung so aussieht. So, wo ist das Plätzchen? Hier. Ja, dann schauen wir mal. Okay. Das sieht schon mal nett aus. Da ist eine kaputte Brücke, sehe ich gerade. Oh, und schon gleich ein Upgrade-Standort entdeckt. Brückenprobleme. Naja, die üblichen. Wie immer. Was? Aufgefahrene Verluste. Westliche Blockade, okay. Da ist das Upgrade. Jede Menge Quests. Da Zeitrennen, okay. Eisen- und Stahlwerke. Generatorbereich. Aha, Stahlträger, Metallrollen. Ah, Eisen- und Stahlwerke ist das nicht das Symbol zum Herstellen. Da muss man was hinfahren. Und dann kann man sich was anderes dafür machen. Und noch mehr Quests. Okay, östliche Blockade. Ja, wo geht's denn hier in der Karte überhaupt hin? Nach unten nicht. Etwas nach rechts und Unterkunftsbereich. Okay, von der Größe her geht's eigentlich. Was wäre denn die erste Hauptmission? Oh, viele. Reparatur der Rüstung der Filmstar. Da gibt's eine, okay. Und da gibt's auch mehrere. Nun gut. Ja, ich würde sagen, ich fahre zurück und schau mal, was hier für die Brücke benötigt wird. Würde ich einfach mal so in Angriff nehmen. Ja, und ich denke, wir können die Schneeketten wieder abmontieren. Wenn ich den Radaranhänger hole, können wir die gleich gegen Offroad-Reifen ersetzen. Weil Eis auf der Straße habe ich jetzt nicht gesehen. Und im Schnee selber braucht man die Schneeketten nicht. Die taugen nur für Eis hier. Im Schnee ist eigentlich die Schlammbereifung das Mittel unserer Wahl oder deiner Wahl, wenn du spielst. Und mit dem Scout ist eh immer schlecht. Wow, so viele Missionen am Anfang entdeckt, ist ja irre. So, was brauchen wir hier denn Schönes? So, X Details. Zwei Stahlträger und ein Betonblock. Betonblöcke, natürlich. Okay. So, jetzt müssen wir das Ding aber annehmen. Da habe ich ja letztens am Don mal verdödelt, bin hingefahren, habe mir die Details angeguckt und vergessen, das anzunehmen. Ja, jetzt ist die Frage, gibt's hier was oder gibt's hier nichts? Nein, das ist die Bauzone. Also das ist das Zeug, was ich bauen kann. Aber was muss ich hier hertransportieren? Ich hoffe, keine Holzstämme. Wundern täte mich das auch nicht. Ich würde sagen, wir schauen einfach nach. Ich wechsle nur kurz. Moment, das geht auch schneller. Warum sollte ich da fahren? Wir sind ja im Normalmodus unterwegs. Da brauche ich ja keine Angst haben, dass es Geld kostet, wie im Hard Mode. So,
Das wechseln wir und schon sind wir wieder auf der Straße, sozusagen. Wo war der Anhängershop da vorne? Und dann ist auch gleich aufgetankt, obwohl ich Ersatzsprit... Ersatzsprit? Habe ich Ersatzsprit? Ja, ein bisschen was ist da. So, gib mir mal den Radaranhänger. Ihr habt mir ja in den Kommentaren geschrieben, der International Loadstar, der schafft das ganz easy. Ich wollte den Anhängershop, sorry. Und der Radaranhänger ist nicht ganz unten. Da ist er. So, das erste Geld ausgegeben in Skandinavien auf der neuen Karte. Ich hoffe, wir bekommen auch wieder was rein. Ich nehme es doch schwer an. Ja, zwei neue Scouts soll es hier geben. Einmal den Polak 6x6 und den Neo irgendwas 2000. Hab's vergessen. Mann, vorher wusste ich es noch. Naja, gut. Auf alle Fälle zwei Scouts, wobei der Burlak eine kleine Ein-Slot-Pritsche hat. Und auch ein Kran montiert werden kann. Und von dem Burlak, da hat jemand in den Kommentaren gefragt, wow, was für Fahrzeuge es gibt. Da habe ich mal gegoogelt. Der Burlak ist eine Eigenentwicklung eines russischen Forscherteams. Die wollen, glaube ich, Nordpol oder Südpol forschen und haben kein geeignetes Fahrzeug gefunden und haben deshalb den Burlak praktisch selber entwickelt. Auch mal interessant. Auf den bin ich ja gespannt. So, schauen wir mal hierher. Ein Generator. Ah, vielleicht können wir erst was herstellen, wenn wir Strom haben. Und hier so. Hier soll wohl der Generator hin. So, was sagt jetzt hier? Na, lenken, lenken. Okay, manuelles Laden. Keine Energie in der Zone. Okay, also wir brauchen einen Generator. So, wie war denn die Quest hier? Stromgenerator. Stromgenerator, wo gibt's denn den? Ach, oje. Okay. Da bin ich mal in die falsche Richtung ausgerückt. Was gibt's im Logistikzentrum? Nichts. Super. So, hier ist eine Blockade. Hier ist eine Blockade. Da ist der Stromgenerator. Ich würde sagen, ja, hier fehlt auch Strom. Unterkunft und Holzplanken, okay. Ja, also als erstes mal die Infrastruktur reparieren, würde ich sagen, weil eine Brücke, die nicht befahrbar ist, die hilft uns nicht viel. Obwohl wir in die Richtung eigentlich momentan gar nicht müssen. Ja, ob man hier auch außen rumfahren kann, weiß ich jetzt nicht. Deshalb würde ich sagen, ich fahre noch mal, wir starten mal die Verfolgung hier mit dem Generator und fahren einfach noch mal zurück und schauen mal, wie weit wir hier kommen. Da können wir hier mit dem Radar aufdecken. Na, diese Kamera, wenn Gebäude in der Nähe sind. Dann können wir mit dem Radar aufdecken und sehen vielleicht, wie wir da hinkommen oder ob man da hin kann. Vielleicht gibt es irgendwo eine Abkürzung. Und ja, wie gesagt, als erstes mal Infrastruktur, würde ich sagen. Vorsicht, nicht die Reifen kaputt machen. Das sieht fast so gefährlich aus wie die Betonplatten am Don. So, hüpf, mein Hänger, hüpf. Ja, der International, der Loadstar, macht einen guten Job. Aber gut, ist ja bis jetzt auch nur Straße, also noch keine Probleme mit dem Radaranhänger. Naja, außer außer, dass es ein bisschen zur Seite gleitet, driftet. Jetzt habe ich's. Aber das macht uns auch nichts, hoffe ich. Oh, wenn es zu viel wird, dann vielleicht schon. So, beruhig dich wieder. Okay, hier geht's mal ab ins Gelände. Ja, da drüben war ja auch eine Sperre. Hier geht es auch nach oben, okay. Da ist wieder was kaputt. Bauarbeitenschild, aha. Bagger steht zumindest da, das ist mal immerhin etwas. Sagen wir, fahren da einfach mal so durch, gechillt.
Also bis jetzt vom Fahren her keine größeren Probleme. Aber wir waren noch nicht im Gelände natürlich. Ich denke, da wird schon noch ein bisschen was kommen. Auf uns zukommen. So, hier ist der Felsrutsch. Da schauen wir gleich mal rein. So, gleich mal so viele Missionen annehmen, wie geht. Und dann wollte ich das Radar aktivieren, natürlich. Also, ich hab's richtig erwischt. Ja, ich habe den Wackelkopfradar ja auch noch drin. Den ich offscreen, also wenn ich alleine spiele, benutze. So, was sagt denn unser Radar Schönes? Das Gebiet wurde gescannt. Das ist doch nett. Kannst du mal schließen? Noch nicht. Ah, jetzt. Das ist ja... Okay. Örtliche, östliche Blockade. Da können wir also da rumfahren. Und ich würde sagen, zum Generator geht es dann hier ab. Aber da werden wir wohl einen Truck brauchen, nehme ich an. Nehme ich ganz schwer an. Aber wir fahren in die Richtung. Decken noch weiter auf. Und nehmen auch gleich die Mission für die andere Blockade an. Und ich denke, um das irgendwie zu reparieren, ich habe jetzt nicht geguckt, was wir hier brauchen. Um das zu reparieren, schätze ich mal, brauchen wir den Stromgenerator. Deshalb wird das wohl unsere erste Tour sein. Ich versuche mich zu beeilen. Vielleicht schaffen wir es in dieser Folge noch, den Generator abzuholen. Ansonsten haben wir halt ein bisschen die Karte erkundet. Ist auch wichtig, natürlich. Ja, und dann habe ich so nebenher, wir hier aufdecken, noch eine kleine Bitte für alle, die noch kein Abo hinterlassen haben. Wenn du jetzt noch dabei bist und es dir gefällt, hinterlass mir doch bitte gerne auf meinem Kanal ein Abo. Einfach, um mich zu unterstützen. Und um die Simulationswelt noch umfangreicher zu gestalten. Vielen lieben Dank. Okay, da ist der Stein. Steinbruch, Felsrutsch, Steinbruch. Manchmal bin ich ein bisschen wirr. Aber ich glaube, das wird auch nicht mehr anders werden mit dem Wirrsein. So, okay. Wo sind wir gelandet? So, starte ich hier das Radar nochmal. Na, so. Du warst das. So, Sprit ist ja noch drin. Der Loadstar hat auch noch Sprit genug. Das passt. Könnte man sogar vielleicht oben drüber fahren. Schwierig, aber wäre vielleicht möglich. Jetzt habe ich den Generator wieder nicht aufgedeckt. Ja, aber das ist eindeutig der Weg dahin. Dann würde ich sagen, vielleicht können wir mit dem Loadstar hier die Umgehung hier nutzen. Hier kommt man doch bestimmt. Können wir das. Hier können wir doch bestimmt irgendwie rauf und auf den Weg. Dann weiter hier runter. Das könnte man machen. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir gehen. Oder ich gehe besser gesagt. Einmal in die Werkstatt. Und. Ja, das ist ein Anhänger, ne? Generator. Ist der Generator ein Sattelauflieger oder ein Anhänger? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, das müsste ein Anhänger sein, oder? Aber nichtsdestotrotz, wir könnten... Was habe ich denn für dieses Gebiet so? Der Ank wäre nicht schlecht, aber der hat mir ein bisschen wenig Sprit dabei. Ich glaube, ich nehme den hier. Ja, das sieht gut aus. Ketten brauchen wir nicht. Dann nehmen wir die hier. Wir brauchen auch keine Pritsche, sondern wir nehmen sicherheitshalber mal die Sattelkupplung niedrig. Anhänger können wir ja trotzdem ziehen. Den Kran lasse ich einfach drauf. Und dann würde ich sagen... Achso, ich wollte ja noch kurz schauen. Nicht schauen, sondern mir den Weg markieren. So, hier müssen wir hoch irgendwie. Und dann werden wir das hier schon mal aufdecken, hoffe ich. So, es wird dunkel. Machen wir das Licht an. Ja, Skandinavien. Ich lasse es jetzt mal dunkel werden. Weil ich möchte gern
sehen, ob wir hier schon am ersten Abend an der unserer ersten Mission schon Nordlichter sehen. Das wäre natürlich cool. Ja. Oh, stopp, 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 stopp. Cool. Also das haben sie schon schön gemacht. Das gefällt mir sehr gut. Da müsste ich glatt mal anhalten und einen Screenshot machen. So, sorry die kleine Unterbrechung, aber das muss jetzt irgendwie sein. Aber jetzt holen wir den Generator. Ah, ich sehe schon, die Folge wird auch wieder einen Ticken länger. Also eigentlich wollte ich ja immer so circa 20 Minuten Folgen machen, aber irgendwie haut das in letzter Zeit nicht hin. Naja. Aber ob es jetzt 20 oder 25 oder vielleicht 30 sind, den Generator, den liefern wir noch. Also wenn nichts Größeres dazwischen kommt hier. So, mal kurz das Allrad rein. Dann soll das kein Problem sein, hoffe ich. Ja, das passt. Oh, Vorsicht, Vorsicht, nicht umschmeißen das Ding. Autsch. Irgendwie hatte ich das jetzt kommen sehen. Konnte nichts dagegen unternehmen. Oder war reaktionell, mit der Reaktion zu langsam im Reagieren. In meinem Alter nicht mehr so einfach. Aber nur gut. Ich hätte mich ja besser anstrengen können. Hätte es vielleicht geklappt. Ich fahre hier in Stiefel zusammen schon wieder. Ey. Unglaublich. Das kriegen wir hin. So, jetzt müsste es doch irgendwo hier gleich abgehen mal, oder? Einmal noch da vorne in der, nach der Kurve. Na, immer noch über 100 Meter. Mit dem Scout kam es mir näher vor. Oder nicht so weit vor. Die Strecke kam mir kürzer vor, ich weiß es nicht. So, hier sind wir angekommen. Na, endlich. So, und ich werde die Nordlichter, haben wir gesehen. Antenne schalte ich erstmal wieder auf Tag. Naja, gut, das Licht kann ich aber anlassen. Okay. So, der erste Offroad-Einsatz. Ich würde sagen, wir probieren es mal hier lang. Nicht gerade durch den Schlamm durch. So, nutzen wir gleich alles am besten. Der GMC wird das schon packen, irgendwie. Winde haben wir auch noch. Ich weiß gar nicht, ob ich da die optimierte Winde drin habe. Oder habe ich die vergessen einzubauen? Bin mir nicht sicher. Als letztes bin ich mit dem in Alaska unterwegs gewesen. Apropos Winde, hier gibt es gar nicht so viele Windenpunkte. Sehe ich gerade, okay. Neue Herausforderung. Wenig Windenpunkte. Ja, bis jetzt geht es ja eigentlich easy voran. So, da steht das Ding. Ja. Ich fahre hier mehr auf der Seite. Solange es nicht zu schräg wird, sollte das kein Thema sein. Oh. Ja, habe ich den Baum überfahren, ist er gleich auseinandergefallen. Freut sich irgendein Großmütterchen wieder über trockenes Brennholz oder Anzündezweige. Wie nennt man das? Weiß es nicht. Späne, Holzspäne. Auch nicht wirklich, aber naja. So, okay. Ein Anhänger, wie gesagt. Oder wie ich mir dachte. Ja. Ein eingeschneites Auto. Sorry. Wow. Ich wollte gerade sagen, sorry, dass ich ihr Auto anfahre, aber ihre Dachrinne hat meinen Truck kaputt gemacht. Ich will Schadensersatz. Ja. So, Moment, Moment. Einschlagen. Naja, hätte ja klappen können. Na, das passt schon. Okay. So. Ich würde sagen, viele Möglichkeiten, weiß ich nicht, ins Gebirge schleppen will ich den nicht, also geht's einfach den gleichen Weg wie eben zurück.
zurück zur Straße. Und dann ist eigentlich kein Ding mehr. Dann haben wir schon mal Strom in der Fabrik. So, bis hier müssen wir. Und wenn Strom da ist, können wir die ersten Teile herstellen. Und wahrscheinlich auch die Brücke reparieren. Und noch ein bisschen langsam. Nicht irgendwelche Blödsinn machen. Ja, jetzt geht es natürlich schon ein bisschen schwerer voran. Ja, wir müssen das Ding auch hinterherziehen. Naja, dann probieren wir es mit der Winde. Wozu haben sie die Baumstummel da hingelegt? Baumstümpfe? Restbestände? Nein, ich will nicht den. Komm. Dann halt doch von Hand. Da müssen wir lang. Ja, ein bisschen was mit mehr Bodenfreiheit. Wäre vielleicht nicht ganz schlecht gewesen. Das wäre nicht ganz schlecht gewesen. Jetzt zieht es mich da über die Steine drüber. Naja, solange es zieht, ist okay. Wenn es nicht zieht, ist blöd. So, da kommt jetzt wieder nichts mehr, außer der links drüben. Von links nach rechts, von rechts nach links. Da komme ich nicht ran. Ach komm, du willst mich doch trollen jetzt, oder? Der war doch im grünen Bereich, oder? Ja, mehr Bodenfreiheit wäre echt definitiv gut gewesen. Vor allem, da ich mich jetzt selber hier auf die Steine boxiert habe. Dummerweise. Dann ziehe ich halt noch weiter hier lang. Hilft ja nichts. Ich hoffe, er zieht mich dann wenigstens über die Steine. Der Winde. Ja, das sieht sogar ganz gut aus. Wo hat sie mich hin verbunden? Nach hinten, super. Ach, die Winde. Ey, wieso kann ich mich nicht hier anhängen? Der ist doch im grünen Bereich drin, oder? Oder täuscht das einfach? Ja, der Stamm ist drin, der auch. Ich kann mich trotzdem nirgends anhängen. So, dann hänge ich halt hinten an. Wir nutzen einfach den gleichen weiter. So, über den ganz großen Brocken wollte ich eigentlich nicht hier, aber das passt schon. Ich darf nur den Stromgenerator nicht umzerren. Oh, es geht voran. Zieh noch ein bisschen. Sitzt der... Nein. So nicht. Ja, ich glaube, der hebt nichts, oder? Wir können ein bisschen... Ja, der hebt nichts, war klar. Hier gibt es echt... Oh, der war super. Der war mal richtig gut wieder. So, was sind das für Bäume hier in Skandinavien? Wir werden auch wenigstens eine Tanne haben, die ein bisschen was hebt. So, ich denke, jetzt soll es wieder vorangehen. Bis zum nächsten Schlammloch. Ist da links über die Felsen fahren. Ist mir irgendwie nicht sympathisch. So, gleiche Spur oder andere Spur. Hier habe ich ein paar Stämme, dann fahre ich hier durch. Auch wenn es vielleicht tiefer im Wasser ist. Das macht mir in dem Fall jetzt aber nichts. So, mit den Vorderrädern ein bisschen Wiggel-Wiggel. Hilft auch immer ein bisschen. Aber ich würde sagen, wir nehmen gleich den Stamm hier zur Hilfe. Oder den Baum, sorry. Das dürre Gestell da. Naja, oben vielleicht für einen Weihnachtsbaum, für ein niedriges Zimmer würde noch reichen. So, rechtzeitig loslassen. Okay, ich glaube, wenn wir den Schlamm hier haben, dann haben wir es auch geschafft, so gut wie. Na, ich dachte, ich ziehe den jetzt zu mir, statt er mich, statt den Truck zum Baum. So, okay. Ich dachte, er zerbröselt jetzt auch. So, ich glaube, wir müssen wieder von hinten anbinden.
Ja, also der Trag war vielleicht nicht die beste Wahl, aber ich wollte jetzt da nicht lange rumsuchen. Ehrlich gesagt. Und den GMC hier bin ich eigentlich recht gern gefahren. Wie gesagt, in Alaska ist auch eigentlich kein Thema. Mit dem. Habe ich ja auch als Service-Truck benutzt. Wow. Nicht umschmeißen, das Ding. Das sieht sehr gefährlich aus, was da geht. Ja gut, dann für solche Schlammlöcher ist er dann vielleicht doch nicht gebaut, ne? Trotz Offroad-Bereifung ist das wohl nicht so die ideale Gegend für ihn. Aber jetzt wird es ja wieder besser. Ich bin schon noch auf dem richtigen Weg, oder? Vor lauter Schlamm. Die Orientierung verloren. So, die kleine Pfütze. Können wir die links nehmen oder rechts nehmen? Vollkommen egal, oder? Durch den Schnee, naja, gut. Genauso schlecht wie durch den Schlamm. Probieren das einfach mal. Ja, wie gesagt, nicht Winde verbinden. Also hier würde uns auch, na, hier würde uns auch die Schneeketten nicht helfen. Weil, wie gesagt, die Schneeketten sind hier im Spiel nur auf Eis. Haben die da, bringen die da den Grip. Und im Schnee selber ist Schlammbereifung angesagt. Da der Truck hier leider keine Schlammbereifung hat, müssen sie Offroad tun. So, und was noch hilft, ist der Lastgang. Also, wenn es nicht mehr vorangeht, normalen Automatik fahre ich eigentlich so im Schnee und Schlamm sowieso nicht, sondern wenn dann High Gear oder Lastgang Plus. Und wenn der Lastgang Plus nicht mehr geht, probiert eine Stufe niedriger. Die Räder drehen weniger durch, dadurch auch mehr Grip. So, ich nehme den gleichen Weg wie vorher, das ist eigentlich relativ eben. Dann dürfte mit dem Stromgenerator hinten nichts schief gehen. Da vorne ist die Straße. Hip hip hooray. Wir haben es geschafft. So, Sprit haben wir auch noch. Das reicht bis dahin. Bin ich mir sicher. So, dann mal ab zur Fabrik. Endlich Straße unter den Rädern. Dann kann es losgehen. Irgendwie kommt es mir vor, wenn es ein bisschen ruckeln würde. Gerade momentan. Na, kann an der Map liegen natürlich. Oder sie haben wieder ein bisschen was an der Grafik gedreht. Laut Patch Notes soll es ja einige Optimierungen gegeben haben. Auch ich glaube, visuelle Optimierung oder sowas haben sie geschrieben. Wir müssten mir es nochmal genau durchlesen. Ich habe es nur kurz überflogen. Vorsicht, da überholt uns der Anhänger. Aber mir kommt es vor, wenn es so ein bisschen ruckelig wäre. Kann auch sein, ich fantasiere mir das zusammen. Aber für mich sieht es so aus. Ob man es auf YouTube sieht oder nicht, weiß ich nicht. Oh ja, die Stelle kommt auch noch. Also sollten wir ein bisschen langsam machen. Jetzt, na, warum fahre ich immer in diesen blöden Bagger? Was ist hier los? So, okay. Das sollte auch kein Thema sein. So schräg ist es Gott sei Dank nicht. Das wäre geschafft. Jetzt kommt da vorne nur noch die eine Holperstelle, glaube ich. Der Riss in der Straße oder besser schon gesagt der Bruch in der Straße. Der schlägt extrem ein, habe ich so das Gefühl. Wie gesagt, ich bin schon lange nicht mehr gefahren. Die anderen Trucks sind nicht so reaktionsfreudig, wenn man lenkt. Deshalb bin ich da, glaube ein bisschen gegen den Bagger gefahren, aber ein bisschen gefühlvoller mit umgehen anscheinend.
So, ich sehe schon, unsere Zeit habe ich heute gut überschritten. Aber, ja, wir müssen da weiter, da geht's zur Brücke. Aber ich wollte jetzt einfach die Mission hier mit euch machen, dem Generator. So, gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit, außer über diese kaputte Straßendecke zu fahren? Irgendwie nicht wirklich, durch die Löcher will ich auch nicht unbedingt. Ja, ein bisschen langsam machen, dann wird das schon gehen. Ohne dass wir den Truck kaputt machen oder den Anhänger umschmeißen. Ja, das geht doch. Na, das geht doch. Na, easy. So, da vorne. Unser Ziel. Dann haben wir zumindest eine Mission gemacht. Die Karte ein bisschen aufgeklärt. Und dann werden wir sehen. Wir die Brücken reparieren. Ich schaue mir vielleicht nachher offscreen auch mal die Mission an für... was man da so machen muss. So. Der Anhänger gehört dir. Jetzt kannst du uns dabei helfen, grundlegendes Baumaterial herzustellen. Wieso gehört jetzt der Anhänger mir? Ich dachte, ihr braucht den. Soll ich den da hinparken? Also wahrscheinlich kann ich nur was herstellen, wenn da ein Anhänger steht, oder wie? Naja, dann probiere ich den mal da. Na, Kamera. Ich den da mal einzuparken. Oh. Mit diesem Dremel wieder. Na. Ich hasse diese lenkbaren Achsen von diesen Anhängern. Also ich weiß nicht. Kann damit wirklich jemand fahren? Wozu soll das gut sein? Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das für irgendwas irgendwie geschickt ist oder irgendwann. Also ich kenne mich da nicht aus. Ne? Ich bin so ein Ding in Realität noch nie gefahren. Aber... ich weiß nicht. Ich kann es nicht vorstellen. So, kann ich jetzt was herstellen? Keine Energie in der Zone. Ja, warum? Wieso habe ich jetzt immer noch keine Energie? Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Warum ich keine Energie habe. Aber ich werde das mal gucken, woran es hapert. Warum, wieso, was ich hier falsch mache. Und ich würde sagen, das war die erste Folge SnowRunner Season 11. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.